Dieses Video ist als Ergänzung zum Artikel Konsolenchinesisch für Einsteiger im Heft gedacht, um ein paar Fachbegriffe anhand von bewegten Bildern zu erklären. Wir fangen mit Anti-Aliasing an. Super Mario 64 für das Nintendo 64 war das erste Konsolenspiel, das mit Anti-Aliasing gearbeitet hat. Und auch eines der ersten Cube-Games unterstützt dieses Feature. Hier seht ihr Ausschnitte aus Luigi's Mansion. Wenn ihr euch Luigi und die Umgebung mal genau anschaut, fällt euch auf, dass die Grafik teilweise ein wenig verwaschen wirkt. Das liegt daran, dass Anti-Aliasing alle Konturen weich zeichnet, um den sogenannten Treppeneffekt zu vermeiden. Was das genau ist, seht ihr ganz deutlich beim PS2 Jump'n'Run Haven. Das ist zwar ein gutes Spiel, die Grafik flimmert allerdings ziemlich, was auch auf das fehlende Anti-Aliasing zurückzuführen ist. Gerade hier vor dem orangen Hintergrund könnt ihr das Kantenflimmern bzw. die eckigen Kanten ganz gut sehen. Das hier ist Spider-Man für die PlayStation 2 und anhand dieses Spiels lässt sich wunderbar der Unterschied zwischen Echtzeit- und Rendergrafik erklären. Bei einer Echtzeitszene, die seht ihr hier rechts im Bild, werden alle Objekte, die ihr auf dem Bildschirm seht, live berechnet. Das heißt, ihr könnt die Umgebung beliebig manipulieren und die Kamera bewegt sich dynamisch mit euch mit. So ändert sich während ihr spielt auch die Perspektive, was natürlich weit realistischer ist als hier die festen Kameraeinstellungen bei Resident Evil Zero für den GameCube. Hier sind nur die Spielfiguren in Echtzeitgrafik, die Hintergründe dagegen vorberechnet, also gerendert. Deswegen auch die festen Kameraeinstellungen. Ein Pop-Up ist zwar, wie der Name vielleicht vermuten lässt, nicht etwas Schweinisches, aber dafür eine echte Sauerei, vor allem für Rennspielfans. Die Mutter aller Pop-Ups auf der PS2 ist DTM Race Driver. Wenn ihr euch die Tribüne hier mal genau ansieht, dann wisst ihr auch sofort, was ein Pop-Up nun eigentlich ist, nämlich das plötzliche Auftauchen von Objekten auf dem Bildschirm, die eigentlich schon längst zu sehen sein müssten. DTM Race Driver, hierfür wirklich ein Paradebeispiel. Environment Mapping wird bei fast allen neueren Rennspielen eingesetzt. Auf eurem Fahrzeug spiegeln sich durch das Environment Mapping die Umgebungsdetails. Hier seht ihr gut auf dem hinteren Kotflügel meines Lotus, das ist übrigens Lotus Challenge für die Xbox, dass alle Schilder über der Strecke sich auf dem Blech spiegeln und hier im Tunnel die Deckenbeleuchtung. Um euch zu zeigen, was Mipmapping bedeutet, habe ich hier bei Serious Sam auf der Xbox erstmal alle Aliens platt gemacht und jetzt haben wir unsere Ruhe. Also, Mipmapping. Je näher ihr an eine Textur herangeht, umso mehr Details könnt ihr erkennen. Seid ihr weiter weg, werden die Einzelheiten dann ausgeblendet. Das schont die Rechenleistung der Konsole und sieht cool aus.